Und auch die nächste, das ist die nächste, ist die erste Parable. Gleichnisse. Also, wie hast du das überlegt? Es gibt, wie viele Gleichnisse es gibt in den Evangelien? Ich glaube, 5 oder 6? Ja. Yeah. Wie sagst du die? Weil das muss die gleiche, das ist auch eine andere Energie. Bei 7 bin ich mir nicht sicher, das ist auch. Ist das eine Parabel für dich schon? Also nein, das ist kein Parabel. Nein, ne? Das ist mir ein Weisheitsspruch. Die Akte, meine ich, gesagt. Dann kannst du es nur Clown sagen. Ja, weil genau, aber ich habe auch gesagt. 7 hätte ich auch, weil das ist ja was. Selig ist der Löwe, den der Mensch essen wird. Und der Löwe wird Mensch sein. Und abscheulich ist der Mensch, den der Löwe essen wird. Und der Löwe wird Mensch sein. Was betonst du? Das ist vielleicht zu sehr. Das ist eine für mich Seligpreis. Eben. Das sagt das auch drei. Dreimal in der, oder? Das sagt, gesellig sind die das gelitten hat. Mhm. Ja. So, dann müssen wir dann das angucken mit die andere, in Vergleich mit den anderen Seligpreisen, vielleicht was wir haben in Matthäus. Ich würde das in meiner Seite würde sein, nein, mal nachlesen. Okay. Gut. Machen wir mal einen halben Lang. Nein, ich würde das. Seligpreisung. Weil dann müssen wir. Lass uns nochmal schauen. Ja, ja, klar. Ja? Nein, okay, so mit 8 jetzt. Das ist die erste Parable oder sowas, oder? Ja. So, es gibt verschiedene. Es gibt. Eine 9 ist auch ein Parable. Genau. Und auch. Es kommt. Wie hast du das überlegt? Wie sagt er, wenn Jesus gibt ein Parable? Ich finde, er sollte erläutert, erklärend, lehrend. Erklärend, genau, erklärend und lehrend. So wie ein Story. In Liebe erklären, wie ein Lehrer, der die Geschichte erzählt. Oder wenn ich meinem Kind was erkläre, in Liebe. Ja, genau. In Liebe erklärend. Das ist das. Ja. Ja. Aber auch in die Erklärung, auch die Gefühle wechseln ein bisschen. Oder? Ja, finde ich auch, weil ich finde immer, was mir gut gefällt, ist, wenn er dann zum Schluss immer sagt, wer Ohren hat, zu hören, soll hören. Das ist schon eine Aufforderung. Ja. Das ist dann schon. Das aber nicht zu vehement. Ich würde diese Vehemenz, die passt gar nicht. Nee. Kannst du es vorlesen auch jetzt? Der Mensch gleicht einem verständigen Fischer, der sein Netz ins Meer warf. Und er zog es heraus aus dem Meer, gefüllt mit kleinen Fischen. Unter ihnen fand der verständige Fischer einen großen, guten Fisch. Da würde ich ein bisschen Stress machen. Mhm. Das ist der einen Punkt. Guten Fisch. Ja, ja, genau. Einen großen, guten Fisch. Er warf alle kleinen Fische herab ins Meer und er wählte den großen Fisch ohne Mühe. Wer Ohren hat zu hören, soll hören. Nein, aber ich finde das auffordernd. Das also, vielleicht nehmen wir, auffordernd vehement. Heißt ja, er will sagen, hört zu, hört hin. Genau. Hört genau hin. Ja? Oder schaut genau hin. Genau. Er meint ja mit Hören, es ist nicht nur das Hören, sondern es ist damit es noch mehr gemeint. Der Mensch gleicht einem verständigen Fischer, der sein Netz ins Meer warf. Und er zog es heraus aus dem Meer, gefüllt mit kleinen Fischen. Unter ihnen war ein großer, guter Fisch. Er warf alle kleinen Fische herab ins Meer und wählte den großen, guten Fisch ohne Mühe. Wer Ohren hat zu hören, soll hören.